Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist endlich soweit. Season 2 ist gestern um 19 Uhr gestartet mit ein paar Stolpersteinen im Weg, denn die Server hatten natürlich gleich, wie vorausgesagt, ein paar Probleme, fand ich ein bisschen schade. Es hat aber trotzdem noch funktioniert. Heute in dem Video möchte ich euch mal den kompletten Inhalt vom Battle Pass zeigen. Das Video geht ein bisschen länger, habt ein bisschen Geduld, damit ihr euch auch rauspicken könnt, was euch am meisten gefällt. Mich würde es freuen, wenn ihr dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lasst. Lasst gerne viele Kommentare da, was ihr von dem Battle Pass haltet. Und ja, wenn ihr neu seid, gerne ein Abo, würde ich mich auch natürlich sehr, sehr drüber freuen. Von mir bekommt ihr täglich neue Infovideos. Morgen früh gibt es dann schon das nächste Video. Das war's von mir. Viel Spaß bei dem Video und nach dem Intro geht's los. Where's my money, bitch? Legen wir direkt mit dem Battle Pass los. Ich überfliege jetzt die ein oder anderen Sachen, die sind nicht ganz so interessant sind. Ich stoppe wirklich nur da, wo es wirklich lohnt, ein bisschen was zu erzählen. Sonst zieht sich das Video nämlich absolut in die Länge. Starten wir direkt mit einem Kritikpunkt, muss ich sagen. Ich habe hier ab Stufe 1, wenn man sich den Skin, wenn man sich den Battle Pass kauft, gleich mal diesen geilen Skin für die Spitfire. Finde ich sehr, sehr schade, dass man den gleich am Anfang bekommt. Ich weiß, dass viele meiner Meinung sind, dass man bestimmte Sachen sich einfach erkämpfen will. Ich hätte es geil gefunden, wenn man den ab Level 50 oder 70 oder weiß der Geier was bekommt. Nicht gleich am Anfang. Ich kann mir natürlich genau denken, was sich Respawn oder EA dabei gedacht hat. Wenn ich den gleich am Anfang bekomme, lockt das natürlich mehr Leute, die sich den Battle Pass kaufen wollen oder den Season Pass. Denn wenn man jetzt mal kurz im Store schaut, wie viel Münzen man ausgeben muss für einen legendären Skin oder epischen Skin oder wie auch immer, 1800, das sind umgerechnet 18 Euro und der Battle Pass kostet 10 Euro oder 9,50 Euro, ist das natürlich ein feines Lockmittel. Finde ich ein bisschen frech, ich hätte mir gerne selber ein bisschen erspielt. Ansichtssache, gehen wir direkt mal durch, was wir hier so Schönes haben. Ja, ich gucke das jetzt nicht im Detail an, wie gesagt, ich habe es jetzt gerade schon einmal geschnitten, das Video, oder schon fertig gemacht. Wir waren bei 17 Minuten, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang, deswegen mache ich jetzt ein bisschen flotter für euch. So, wie gesagt, wir bekommen gleich nach Kauf einen Gibraltar-Skin, einen Bangalore-Skin, den möchte ich nur ganz kurz mal in nah zeigen, weil ich den wirklich ultra geil finde. Ich finde das Farbspiel mit dem Rot-Gold-Blau sieht absolut edel aus. Wie gesagt, nicht jedes gucke ich mir jetzt so im Detail an, aber das finde ich absolut geil. Dann haben wir noch einen Pathfinder-Skin, den habe ich mir auch gleich eingestellt, weil ich den auch sehr, sehr schön finde und ein Pathfinder-Spieler bin. Dann haben wir XP-Boost, gehe ich nur einmal kurz drauf ein, spielt man mehrmals im Battle Pass frei, um sich den wirklich schneller zu leveln. Das ist ein EP-Boost, 10% Bonus auf eine Top 5 Platzierung mindestens oder einen Sieg. Und der Boost ist stapelbar, wenn ihr zwei Teammates noch in eurer Runde habt, also keine Randoms. Dann gibt es was Neues im Battle Pass allgemein, zieht sich quer durch den kompletten Battle Pass, gibt es Musikpacks. Und es gibt auch Ladebildschirm-Skins. Wie man die einstellt, zeige ich euch gleich, wenn ich hier durch bin. Hier gibt es dann wieder ein paar Tracker für jeweils einzelne Legenden für Season 2. Es gibt einen Prowler-Skin, der auch nicht schlecht aussieht. Aber wer sich den Skin, den Battle Pass von Season 1 geholt hat und bis Level 50 geschafft hat, der hat da einen epischen oder legendären Skin bekommen, der deutlich geiler aussieht. Also für mich absolut keine Wahl. Einen Watson-Tracker haben wir hier. Hier haben wir den ersten Ladebildschirm. Ich hoffe, ich überstürze mich jetzt hier nicht mit meinem Erzählen. Es gibt für verschiedene Legenden hier einen Ladebildschirm. Den könnt ihr einstellen, wenn das Spiel lädt und in eine Lobby, sage ich mal, joint, bevor das Spiel losgeht. Wie gesagt, wie man das einstellt, zeige ich euch, nachdem ich hier komplett bis Level 110 alles durchgezeigt habe, meine ich. Ein Pathfinder-Tracker haben wir hier. Dann haben wir einen epischen Apex-Pack. Ein episches Apex-Pack. Übrigens möchte ich das nur kurz mal erwähnen. Ich werde demnächst für Season 2 mal ein XXL-Pack-Opening machen. Davon habe ich schon mal eins gemacht in Season 1. Wer das noch nicht gesehen hat, kann mal ein bisschen meinen Kanal durchforsten. Geht allerdings ein bisschen länger. Ich werde das in Zukunft etwas kürzen oder in zwei Teile aufsplitten. Das wird ein 100-Pack-Pack-Opening auf jeden Fall. Dann haben wir einen P20-Skin. Draufgänger nennt er sich. Wir haben wieder einen Tracker für den Mirage. Level 6 haben wir, ach nee, das ist nochmal dasselbe. Dann aller paar Level gibt es wieder Apex-Münzen. Wer die sich fleißig aufhebt, kann in Season 30 gleich den nächsten Battle Pass kaufen, ohne Geld dafür auszugeben. Einen Caustic-Tracker haben wir. Dann haben wir natürlich hier auch wieder mehrere Rahmen für verschiedene Legenden im
Na, im Battle Pass verteilt, mein Gott, mir fehlen die Worte. Dann ist es auch neu, dass man jetzt hier Crafting-Material aller paar Level freischaltet. Bis 1200 geht es maximal, also es sind insgesamt 10 Mal bekommt man Crafting-Material. Kann sich dann einen Skin seiner Wahl freischalten, finde ich auch eine absolut geile Neuerung. Und Skydiving-Emotes sind auch dazu gekommen. Da sind ein, zwei richtig geile dabei, die anderen ähneln sich teilweise sehr stark. Ich habe bis jetzt noch keinen, weiß auch nicht, wie man die beim Skydive aktiviert. Wahrscheinlich mit, ach keine Ahnung, Dreieck, Viereck wird es nicht sein, weil da koppelt man sich ja ab vom Team. Dann haben wir einen Bloodhound-Tracker. Wieder epischen EP-Boost, wie gesagt. Also Respawn hat die Kritik verstanden, dass es viel zu lange dauert, einen Levelaufstieg überhaupt im Battle Pass zu erreichen. Deswegen gibt es jetzt deutlich öfter so einen XP-Boost. Das finde ich sehr, sehr geil. Dann haben wir hier einen Longbow-Skin, einen seltenen. Wieder einen Ladebildschirm für den Bloodhound, den ich ultra geil finde. Ein Apex-Pack, ein Musik-Pack. Kann man mal reinhören. Ich muss schon, das haben einige gestern auch in meinem Livestream schon bestätigt. EA, bzw. Respawn hat echt einen geilen Geschmack in Sachen Musik. Bei dem Launch-Trailer bewiesen. Der Beat ist absoluter Hammer. Und nebenbei möchte ich mich auch nochmal dafür bedanken, dass ich gestern so fette Unterstützung in meinem Livestream hatte. Ich hatte über 1400 Aufrufe zum Schluss und habe einen neuen Zuschauerrekord von 107 zeitgleich gehabt. Das war ultra geil. Ziemlich viele haben sich an dem Chat beteiligt. Es lief ultra geil. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich habe auch sehr viele neue Abonnenten dazu bekommen, was ich sehr, sehr feiere. Weiter im Text jetzt aber. Ich wollte mich nur mal nebenbei noch bedanken, bevor ich das nämlich vergesse. Das war wirklich sehr, sehr stark gestern. Hier haben wir wieder ein bisschen Crafting-Material. Einen Skydive für den Bloodhound. Wie gesagt, also die Skydives finde ich als Neuerung auch ultra geil. Dann haben wir hier wieder ein Apex-Pack, ein XP-Boost, noch ein Pack. Also es gibt diesmal, glaube ich, mehr Packs als im Season 1 Battle Pass, wenn ich mich nicht täusche. Hier haben wir einen G7 Scout-Skin. Standard halt, ist nichts Besonderes. Einen Ladebildschirm für den Mirage. Das Bild gab es auch vor Monaten schon im Internet zu sehen. Finde ich auch nicht schlecht. Hier haben wir das erste Level 25 legendäre Skin. Wenn ich jetzt den Spitfire Skin mal rauszähle, haben wir hier den Fürst der Dunkelheit. Den finde ich, also für alle Caustic-Spieler finde ich den ultra geil. Ich spiele Caustic selber nicht, aber ich finde den mega. Einer der schönsten Skins im gesamten Spiel, wie ich finde. Hier haben wir wieder einen Havoc-Skin, für mich sehr uninteressant, weil ich Season 1 Battle Pass komplett gegrindet habe. Ein bisschen Kohle, hier haben wir einen Rahmen, Crafting-Materialien, einen neuen Skydive für den Caustic. Dann haben wir den ersten Skin, einen seltenen Skin für Watson, den finde ich auch, dafür, dass es ein Standard-Skin ist, sehr schick. Könnt ihr auch gerne euch in den Kommentaren mal auslassen, wie ihr das so findet. Auch Thema Spitfire, wie ihr das findet, dass ihr gleich am Anfang diesen Skin bekommt. Ob ihr das geil findet oder ob ihr euch das lieber hättet erkämpft, so wie ich das finde. So, ein Flatline, was Bombenstimmung heißt. Ja, ne, ist ja interessant. Bombenstimmung. Alles klar. Ja, sieht ein bisschen Standard aus, ist klar. Ein Ladebildschirm für den Caustic, den finde ich auch absolut schick, ohne Scheiß. Dann haben wir, wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Bin ich blind? Sorry, jetzt habe ich hier gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Ein Musikpack für Bangalore. Level 36, einen Kraber Skin. Ist nichts Besonderes. Kohle, einen Rahmen für den Mirage. Dann haben wir wieder Crafting Material. Den Skydive Emote für Gibraltar mit dem Schneidersitz finde ich auch absolut cool. Ich lasse es nochmal kurz durchlaufen. Das geht manchmal viel zu schnell. Richtig schick. Ein XP Boost haben wir ja wieder. Hier wieder ein bisschen Kohle. Hier den ersten freischaltbaren Skin für die Elster. Die neue Waffe mache ich auch nochmal ein extra Video über die Elster. Zeige ich mal ein paar Eindrücke aus meinem Livestream von gestern. Bastel ich mal ein bisschen was zusammen. Einen Ladebildschirm für Wraith. Den Skin finde ich leider gar nicht so schick. Ich mag das mit der Glatze überhaupt nicht. Wraith hat so schöne legendäre Skins, warum der mit Glatze? Gefällt mir nicht, aber es ist halt Geschmackssache. Hier haben wir den Skydive für Lifeline, auch absolut genial. Dann haben wir für die Alternator einen Skin, da kommt nachher noch ein legendärer Skin. Der sieht ultra geil aus, hier haben wir wieder ein bisschen Kohle. Einen Rahmen für den Bloodhound, Crafting Material. Hier haben wir ein Level 50, endlich mal wieder ein legendäres Apex Pack. Ich hatte bei meinem ersten legendären Apex Pack in Season 1 absolut kein Glück, da hatte ich einfach nur einen scheiß Rahmen drin und das hat mich mega geärgert. So, dann haben wir einen 301 Skin. Sieht sehr Standard aus, es gibt mittlerweile so viele 301 Skins, die ich schon habe, dass das für mich uninteressant ist. Einen Ladebildschirm für Watson mit ihrem Großvater zusammen. Dann ein RE45 Skin.
Nochmal Kohle, einen Rahmen für den Caustic, Crafting-Material, der Skydive für Mirage, ähnelt dem vom Pathfinder, glaube ich, sehr. Kohle ohne Ende, einen Devotion-Skin, der auch im Detail gar nicht so doof aussieht. Dann noch einen Friedensstifter-Skin, der auch ganz cool ist. Einen Ladebildschirm für den Pathfinder. Und hier bin ich mir nicht ganz sicher, gibt es diesen Skin für den Pathfinder schon? Ich habe mir bewusst von allen Legenden und auch von den Waffen die Skins nie wirklich reingezogen, weil ich mich bei den Pack-Openings immer überraschen lassen will, was da Schönes drin ist. Ein Musikpack für den Bloodhound. Dann haben wir für die Hemlock noch einen Skin, den ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Sieht so ein bisschen metallisch aus mit lauter Nieten drauf. Kohle, einen Rahmen für Bangalore, Crafting-Material. Der Skydive hier. Das ist mein Lieblings-Skydive. Der vom Octane, der sieht ultra, ultra geil aus. Ohne Scheiß. Ich finde es halt schade, dass es wieder eine Art Platzhalter ist, dass sie mehrere Plätze dafür verschwenden, in Anführungszeichen, um verschiedene Skydives da reinzubasteln, anstatt die Emotes gleich für alle freizuschalten. Hätte ich ein bisschen besser gefunden. Und hier kommen wir bei Level 72 zu dem epischen Skin für die Alternator. Einer meiner Lieblingswaffen im Spiel, bevorzuge ich fast sogar manchmal der 301. Ich finde den ultra geil. Ich habe auch leider noch bis jetzt immer noch keinen vernünftigen Skin. Auf den Skin freue ich mich absolut. Dann haben wir einen R99 Skin, auch sehr standardmäßig. Ladebildschirm für die Bangalore. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Hier haben wir den legendären Octane Skin, der Jadetiger. Und da möchte ich einen Gruß an iSweat raushauen. Das ist ein Abonnent von mir, der schrieb mir gestern, der Skin sieht aus wie so ein Power Ranger. Absolut geil, ich musste so lachen, ohne Scheiß. Der Skin sieht aber geil aus und ich finde, die Maske sieht so ein bisschen aus. Wer von euch kennt den Film Predator? Gibt es ziemlich viele Teile von, sieht so ein bisschen so aus. Wie so ein Predator, muss ich mal sagen. Absolut cool. Das soll halt einen Tiger darstellen. Dann haben wir einen EV8 Skin. Standard. Ein bisschen Kohle. Wieder einen Rahmen für Watson. Crafting Material. Der Skydive für den Pathfinder. Sieht ein bisschen aus wie der von Mirage, wenn ich mich jetzt nicht täusche. XP Boost, muss ich nicht weiter viel zu erzählen. Einen Mastiff Skin. Geschmolzen nennt er sich. Der sieht eigentlich auch gar nicht so blöd aus. Gibt halt da auch schönere, muss man mal sagen, Ladebildschirm für Lifeline mit einem mega schwer verletzten Mirage. Auch ein absolut cooles Bild. So, dann haben wir, Moment hier, das Musikpaket für den Caustic. Und hier, da könnte ich dann, das ist dann der Punkt, wo ich wieder sage, warum bekomme ich ab Level 80 so einen hässlichen Skin für die Spitfire, wenn ich ab Level 1 den geilsten Skin im ganzen Spiel einfach mal so hingeworfen bekomme. Wie gesagt, wer da auf meiner Seite ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich möchte geile Sachen auch erspielen müssen und mir einen Arsch aufreißen und nicht einfach so das da hingeschmissen bekommen. Finde ich ein bisschen doof. Also das finde ich ein absoluter Fail, aber ist Geschmackssache. Hier haben wir noch einen Pathfinder-Rahmen. Nochmal Crafting-Material. Der Skydive für die Watson. Sieht auch sehr, sehr cool aus. XP-Boost. Und auf der letzten Seite angekommen haben wir nochmal ein Pack. Einen Skin für die Triple Take, der Ladebildschirm für den Octane finde ich ultra geil. Hier bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Das sieht aus wie so eine Arena mit Zuschauern. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein 1 gegen 1 oder Squad gegen Squad, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Der Skydive für Wraith, das ist mein zweitliebster, gleich nach dem Octane. Der sieht ultra cool aus. Dann haben wir noch einen Skin für die Wingman, noch ein bisschen Kohle, einen Rahmen für den, was war es, Gibraltar, Crafting-Material. Und hier angekommen haben wir dann 1200 Crafting-Materialien zusammen und ihr könnt euch endlich einen Skin eurer Wahl für eine Waffe oder für eine Legende freischalten. Und jetzt kommen wir zum Level 100, 301 Skin, der sich, was, wie, der eiserne Amoklauf, ja, ist klar, sieht absolut geil aus. Ist eine reaktive Waffe, ich lasse mal kurz hier diesen kleinen Spot ab. Laufen und der Skin verändert sich, wenn man Leute tötet. Leider war in Season 1 für die Havoc beide Skins ab Level 100 und 110 verbuggt und da haben ständig lauter Farben nach ein paar Kills über den Bildschirm geflackert. Und wie haben sie das gefixt bekommen? Sie haben einfach die Reaktivität der Tarnung rausgenommen. Fand ich absolut scheiße. Ich habe mich so darauf gefreut. Hier haben wir dieselbe Tarnung in Gold. Ich finde den ultra sexy, ohne Scheiß. Was ist das eigentlich? Ist das ein Nashorn? Soll das ein Nashorn darstellen?
Ja, das ist ein Nashorn. Hier lasse ich auch nochmal das Video durchlaufen, weil die Reaktivität sieht wirklich mega, mega geil aus. Das sieht ultra cool aus, ohne Scheiß. So, das war's soweit von dem Inhalt des Battle Passes. Jetzt zeige ich euch mal, wie man die Musik einstellt und diese Ladebildschirme. Ihr geht auf den Reiter Loadout hier oben in der Mitte und dann geht ihr hier runter auf Spielanpassung. Das ist nämlich hier auch neu. Hier könnt ihr die Ladebildschirme einstellen. Das ist der klassische von Season 1 bzw. vor Season 1 und das ist jetzt der Standard-Skin, der aktuell für Season 2 läuft. Und wenn ihr die Musik einstellen wollt, geht ihr hier auf Musikpacks. Und hier haben wir dann entweder Standard oder Watson. Watson ist bei mir schon voreingestellt. Ja, das war der Inhalt zu Season 2 Battle Pass. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr bereit seid, euch den Battle Pass überhaupt zuzulegen. Wie findet ihr den, vor allem im Vergleich zu Battle Pass Season 1? Also ich muss sagen, er hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert. Natürlich ist auch nicht alles in diesem Battle Pass schön, aber ich finde, das Spiel und auch der Battle Pass entwickeln sich in eine Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen was in den Kommentaren rauslasst, ob euch es 10 Euro wert ist, für kosmetische Sachen Geld auszugeben oder startet einfach mal im Vergleich zu Season 1 und zu Season 2, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich habe morgen noch ein Video, das wird ein extra Video, das wollte ich jetzt eigentlich hier hinten noch mit reinhängen, aber dadurch wird das Video nur unnötig lang und zwar gibt es jetzt auch neue Statistiken im Menü, die ich entdeckt habe und die Herausforderung möchte ich euch grob mal zeigen. Mache ich morgen früh ein extra Video, kommt morgen früh gleich raus, zum Nachmittag gibt es dann das Video über die Elster. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittwoch, bis morgen früh oder morgen Nachmittag hoffentlich. Haut rein!